Dani Rittler, Schafzüchter, ihr habt es vorher angesprochen, ihr habt während dem Sommer 3,5 Kilometer Zeug gemacht, extra einen Hitte für den Hirt gemacht auf der Alpa und nachher kommen gleich Schafsrissen. Was lest das in einem uns? Ja, es ist einfach emotional total zerschmetternd. Man muss so Sachen sehen und nachher, wenn man das Ganze analysiert und Chemie gibt und so, und nachher ist man auf einmal aussichtslos und weiß nicht mehr, wie weiter oder wie man das machen soll. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Ihr habt gesagt, ihr habt ohnehin arbeiten für Alpa, also kein Herdenschutz hint. Was hat das für einen Grund? Also Herdenschutz hint haben wir vor allem wegen Touristen nicht, aber auch wegen Wild, weil wir einfach das Gefühl haben, dass das sozial nicht so verträglich ist in unserem Gebiet drin, weil wir so viele Touristen haben. Und wir haben ja einen Züchter, der Hund hat zugetan, hat im Talbetrieb eingesetzt und das Verhalten von denen ist frisch nicht akzeptabel gewesen, dass wir ihn in der Alpe einsetzen können. Ihr habt euch angesprochen, 1032 Stunden habt ihr auf der Alpe verbrungen diesen Sommer, alle Züchter miteinander. Natürlich auch in der Zeit, wo man hätte selber nach Hause gehen. Wie funktioniert das? Ja, man hat dann müssen den Heimbetrieb organisieren und hat teilweise auch mit diesen Leuten den schönsten Tag und ist man dann in der Alpe gewesen und hat die Schafe zusammengetrieben, hat probiert die ins Pferd und nacht uns, ist Nachmittag gegangen, hat die Tage verkürzt auf dem Feld und ist dann in die Alpe gegangen. Und dementsprechend auch Samstag, Sonntag hat man nachher Einsatz gezeigt, dass man eben probiert, möglichst viel Präsenz zu zeigen, möglichst viele Sachen zu probieren, dass man auf der sicheren Seite sind, weil ich natürlich euch die Schafe sehr am Herzen liegen. Zum 27. September ist die Abstimmung für das neue Jagdgesetz. Würde das etwas bringen? Also wir haben sehr grossen Respekt, wenn man in die Populationen nicht eingreift. Wir sehen, wie sich die Populationen ausbreiten und zum Beispiel mit dem Hirsch oder mit dem Murm, die fast nicht mehr bejagt werden und grosse Schäden in der Landwirtschaft anrichten. Mit dem Hirsch haben wir bis Anfang 90er Jahre keine gehabt und jetzt fressen die Hirsche die Siloballen vom Stall weg. Und ich denke, wenn wir so weit kommen, dass der Wolf die Hirschpopulationen reguliert, dann wird es mit uns im Berg und keine Landwirtschaft mehr geben. Und dafür haben wir sehr, sehr grossen Respekt.